Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was eine Repräsentationsmatrix ist. Kurz gesagt ist es sowas, wenn ich habe jetzt eine Funktion, die macht irgendwas von hier nach da und ich möchte aber eigentlich keine Funktion haben, sondern ich möchte eine Matrix haben. Das heißt eine Matrixveränderung, Matrix-Transformation. Dann baue ich mir eine Matrix, wo ich irgendwelche Parameter in eine bestimmte Art und Weise reinmache und das nennt man dann zum Beispiel FA. Und A ist dabei die Transformationsmatrix. Das heißt, ich mache im Grunde eine ähnliche Transformation wie die Funktion selber, aber habe jetzt eine Matrix. Das kann ich zum Beispiel machen, wenn ich mit Matrizen besser rechnen kann oder sowas. So, das war die Kurzform und jetzt kommt die Langform. So, sagen wir haben einen beliebigen linearen Raum V und der wird abgebildet in einen beliebigen anderen linearen Raum W. Und zwar mit Hilfe der Funktion f. So, F ist aber jetzt leider keine Matrix, wir wollen aber eine Matrix haben, deswegen brauchen wir eine Matrixabbildung. Was wir uns dann überlegen ist, wir haben hier den Zahl der reellen Raum, reellen Zahlen in der Dimension n und wir haben hier einen Raum Rm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das auch mit komplexen Zahlen oder mit einem Körper allgemein machen kann, wir haben es nur mit den reellen Zahlen gelernt. Da am besten nochmal genauer nachgucken. So, jedenfalls, wir haben hier also zwei andere lineare Räume. Und wir bilden von diesem linearen Raum auf diesen linearen Raum ab mit der Funktion FA. Warum heißt es FA? Weil es die Repräsentationsmatrix, die Matrix A, zu der Funktion F ist. So, wie man feststellt, sind die Dinger hier nicht verbunden. Das heißt, wir haben hier einen beliebigen reellen Raum und hier haben wir R. Ja, Entschuldigung, hier haben wir V. Das heißt, wir müssen die Dinge auch noch verbinden. Und genau das machen wir jetzt. Ich mache den Pfeil mal nach oben. Das kann man auch nach unten machen. Man muss einfach nur seine Funktionen dann anpassen. Diesen hier nach oben. So, hier gibt es eine Funktion Phi. Die macht diese Abbildung. Und hier gibt es eine Funktion Psi. Die macht diese Abbildung. Man kann die Funktion natürlich wie immer beliebig benennen. So, was macht die? Die bildet einfach nur die Basisvektoren von V nach Rn ab, beziehungsweise von Rn nach V. Das ist eine umkehrbare Funktion. Wenn wir Phi minus 1 haben, also die Inverse von Phi, inverse Funktion, dann gehen wir in diese Richtung, dann gehen wir in diese Richtung nach unten. Und wenn wir die normale Funktion haben, dann gehen wir in diese Richtung. Wie gesagt, wir sind ja in linearen Räumen, das heißt, wir brauchen uns nur, wenn wir jetzt Phi oder Psi bestimmen wollen selber, brauchen wir uns nur überlegen, wie wird denn der Basisvektor von V in den Basisvektor von Rn übertragen. So, und weil ich auch finde, dass das ein bisschen abstrakt klingt, wollen wir das mal so machen. Sagen wir, unsere Funktion f von x gleich sieht so aus. Bitte jetzt nicht verunsichern lassen von dem x². Ja, wir sind immer noch in einem linearen Raum, denn der Polynomraum ist auch ein linearer Raum. Ich weiß, auf Deutsch sagt man auch oft gerne Vektorraum, aber ich finde, den Polynomraum als Vektorraum zu bezeichnen, ist ein bisschen strange und eigentlich ist es ein linearer Raum. Deswegen, wie gesagt, also wir sind in dem linearen Raum, das so sieht's aus. Und wir wissen, unsere Basis von V sieht so aus. x², x und 1. Man könnte auch x hoch 0 hier hinschreiben. Warum? Ich hoffe, Polynomraum ist einigermaßen klar. x², x und x hoch 0. Das ist also unsere Basis. Jetzt müssen wir uns einfach nur überlegen, wie kriegen wir diese Basis in den Rn. Der hat dann für uns, ist dann in unserem Beispiel, Rn. 3. Warum? Weil wir hier drei Basen haben. Die Dimensionen sind gleich, müssen gleich sein. Entsprechend hier müssen sie auch gleich sein. Vielleicht fällt auch auf, hier kommt nachher eine einzige Zahl raus, wenn man hier x einsetzt. Deswegen hat w die Dimension 1. So, aber nichtsdestotrotz, so, unser v hat die Dimension 3. Wir können hier einfach mal hier auch eine 3 dran machen. Und unser r hat auch die Dimension 3. So, wie bilden wir jetzt ab? Wir könnten jetzt sagen einfach, phi von x² ist gleich 1, 0, 0. Und phi von x ist gleich 0, 1, 0. Und entsprechend so weiter. Und ich hoffe, ihr habt es gemerkt, es muss natürlich phi minus 1 überall heißen. Warum? Weil der Pfeil für phi geht ja nach oben, aber wir wollen ja nach unten, also phi minus 1. Wir wollen in die Richtung. Warum habe ich dann den Pfeil nach oben gemalt? Naja, weil es dann hier einfacher wird, wenn wir mit psi arbeiten. Aber ich hoffe, von der Idee wird es klar. So, warum habe ich jetzt 1, 0, 0 gewählt? Das ist im Grunde beliebig, völlig. Ich hätte auch hier 001 und hier 100 wählen können. Das kann ich selber entscheiden. Ich muss natürlich meine Matrix FA entsprechend anpassen an das, was hier steht. So, das war's schon fast. Wir wissen jetzt, wie wir unser Phi machen. Wir wissen auch, wie wir unser Psi machen.
Wir wissen auch, dass diese Dimension von dem hier gleich sind. Wir haben unser f gegeben. Aber fa haben wir noch nicht. Wie kriegen wir fa raus? Ist eigentlich auch super einfach, weil wir haben ja f gegeben und phi und psi haben wir auch. Das heißt, wir stellen uns einfach vor, wir wären hier und gehen diesen Weg einmal durch. Das wäre ja genau dasselbe, wenn wir fa machen. Und so kriegen wir dann raus, wie unsere Funktion, wie unsere Matrix fa aussehen muss. Konkret sieht das so aus. Wir stellen uns vor, wir sind hier. Phi von, wir nehmen jetzt einfach mal einen der Basisvektoren aus dem R3, so. Dann sind wir den Weg gegangen. Von dem Ergebnis berechnen wir die Funktion f. Und von dem Ergebnis berechnen wir psi minus 1. Ich hätte die Pfeile andersrum machen sollen, dann hätten wir die minus 1 nicht gehabt. So, und das, was da rauskommt, ist genau dasselbe wie das hier. Und das kann man natürlich dann auch nochmal für alle Basisvektoren machen. Und so findet man raus, wie auch fa aufgebaut ist. So, und das war's auch schon. Ja, und jetzt kommt die große Frage, wofür braucht man das? Ja, so, ich bin ja auch kein Mathematiker, ist auch für mich ein bisschen schwierig zu beantworten. Erstmal finde ich die Idee ganz cool. Wo wir es benutzt haben, ist bei den Pseudo-Inversen. Wenn wir verschiedene Eigenschaften von verschiedenen Pseudo-Inversen rausfinden wollen, deren Namen ich leider nicht auf Deutsch kenne. Jedenfalls gibt es da verschiedene und dann kannst du hier über eben diese Repräsentationsmatrix angucken, wie die Pseudo-Inverse nachher sozusagen aussieht und damit zeigen, dass es verschiedene Pseudo-Inversen gibt, außer wenn du eine Moore-Penrose Pseudo-Inverse hast, wo es dann nur eine einzige gibt. Das war bei uns der Anwendungsfall. Es gibt mit Sicherheit auch noch mehr. Jedenfalls, das ist sie, die Repräsentationsmatrix. Und vielen Dank fürs Gucken. Übrigens, ich sag's nochmal dazu, falls es irgendwelche, ihr solltet auf jeden Fall in die Beschreibung gucken, weil wenn ich irgendwelche Neuerungen habe oder eine neue Anmerkung, dann mache ich die meistens in die Beschreibung rein und nicht in die Kommentare und auch nicht ins Video. Also auf jeden Fall Beschreibung checken.